Das neueste Modell von XPeng kommt mit dem geringsten CW-Wert aller Zeiten um die Ecke und es ist auch nicht allzu unwahrscheinlich, dass der Mona M03 auch nach Deutschland kommen könnte. Auf diesem Kanal seht ihr immer die aktuellen Infos zu den neuesten Autos, also lasst ein Abo da, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und jetzt seht ihr alles, was man aktuell vom XPeng Mona M03 wissen kann, hier auf Project Drive. Vor kurzem hat XPeng oder XPeng, wie auch immer, den Mona M03 und zumindest das Äußere enthüllt. Wie schon erwartet, wird die Reichweite recht hoch ausfallen und die Aerodynamik den niedrigsten Luftwiderstandsbeiwert unter den weltweit in Massenproduktion hergestellten vollelektrischen Schrägheckmodellen haben. Bei der Markteinführung erfuhr man, dass der Name M03 eine Hommage an das Tesla Model 3 darstellt, das seit 6 Jahren der Maßstab für Elektrofahrzeuge ist. Als der CEO von XPeng den Namen erklärte, sagte er jedoch, dass Mona Made of New AI bedeutet und dass das letzte Jahrzehnt von neuer Energie geprägt war, das nächste Jahrzehnt jedoch von KI geprägt sein würde. Juan Mar Lopez, Vizepräsident des Styling Design Centers bei XPeng, beschrieb den Mona M03 als ein sehr schönes Auto für junge Leute. Das Auto übernimmt die Designsprache Smart Design AI Quantitative Ästhetik. XPeng nennt das Lichtdesign 010. Das verschüttete dreidimensionale Design ist sehr gut erkennbar und verfügt über 300 LED-Lampenperlen, die bis zu 150 Meter weit leuchten können. Bei der Enthüllung wurde leider nur das Äußere gezeigt. Fast Technology berichtet aber, dass der M03 nur über eine große schwebende zentrale Infotainment-Einheit verfügt und keine Instrumententafel hat, also wieder ähnlich wie beim Model 3. Ein 2-Speichen-Lenkrad und die Option eines hinteren Unterhaltungsbildschirms kommt dann auch obendrauf. Das Auto wird außerdem mit XNGP-Fahrassistenz ausgestattet sein und es wird auch eine Sprachsteuerung für die Funktionen des Autos geben. Habt ihr eigentlich schon die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da gibt es zum einen das herkömmliche Logo und den Elektronauten. Neu dazugekommen ist das Space Nebula und Comic Design. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Der XPeng Mona M03 ist 4,78 Meter lang, 1,89 Meter breit und 1,44 Meter hoch bei einem Radstand von 2,81 Metern. Das Kofferraumvolumen beträgt 621 Liter und XPeng betonte, dass dies mit einem mittelgroßen SUV vergleichbar sei. Darüber hinaus ist die elektrische Lukenöffnung bei allen Modellen serienmäßig und der Öffnungswinkel kann vom Benutzer eingestellt werden. Leistungstechnisch steht ein 140 oder 160 kW starker Elektromotor zur Wahl. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 155 km/h und es werden BYD Blade Lithium-Eisenphosphat-Batterien verwendet. Es wird also eine Version mit 515 und 620 km Reichweite angeboten, allerdings nach CLTC. XPeng hat besonderes Augenmerk auf die Reduzierung des Luftwiderstands des Autos gelegt. Dazu wurde der Mona M03 10 Windkanaltests mit jeweils mehr als 100 Stunden Dauer unterzogen. Dabei wurden 15 Schlüsselbereiche optimiert, wodurch 0,085 des Windwiderstands reduziert wurde, was zu einer angeblichen Reichweitensteigerung von 60 Kilometern führte. Die größte Reduzierung ergibt sich aus dem serienmäßigen aktiven Lufteinlass, dem AGS, der laut XPeng eine Premiere für ein Serienmodell darstellt. Bei einer Länge von fast 1 Meter sorgt das System allein für eine Reduzierung des Luftwiderstands von 0,023 cW und eine Erhöhung der Reichweite um 15,6 Kilometern. Preise sind leider noch keine bekannt, aber der Mona 03 wird in China voraussichtlich in der kleinsten Variante unter 30.000 Euro bleiben. Da es XPeng schon auf dem deutschen Markt gibt und deren Produktpalette bei uns zukünftig erweitert wird, kann man davon ausgehen, dass noch mehr Modelle und eben auch der Mona M03 ihren Weg auch nach Europa finden werden. Wie gefällt euch der XPeng Mona M03? Wäre der was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren.
Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!